So, das ist mein neues spitzes Taschentuch, sozusagen ein Schrade Knife. Buschkraftmesser sozusagen, ziemlich dick, 5 mm dicke Klinge. So, ich komme jetzt mal rum. So, jetzt mal Unboxing rückwärts sozusagen. Hier die Scheide, Nylon, Stoffscheide, aber doch relativ stabil und hat so Kunststoff-Schutzhülle noch mal innen drin. Ja, also da kann nichts kaputt gehen dann. Ein Druckknopf, ja. Da ist noch so ein. Wie nennt sich das jetzt? Feuerstarter oder wie sich das nennt. Also das ist das so ein Magnesiumstab, schätze ich mal, ja, zum Funkenschlager da. Also, so, wo war es drin? Eine schöne Schachtel. Schade. Da hatte ich mal einen Major Schrade bei der Bundeswehr mit der Raketenartillerie. Also was der war, ist irgendwas im Stab. SCHF56L, was steht da drauf? Das ist die Modellbezeichnung. Ist allerdings auch made in China, auch wenn es eine amerikanische Firma ist, ich glaube von New York. Aber ja, wird nicht so viel in China hergestellt, auch die meisten Teile von Harley Davidson zum Beispiel, also auch neben China. Praktisch auch ein Reiskocher, steht nur neben Amerika drauf dann. Klinge, Länge, ja, wo ist denn jetzt das Ding da? Die ist ja, 11 cm ungefähr, ja, knapp 11,1 was. Ja. Klingebreite ist, ja, so 28, 29 mm. Wie gesagt, 5 mm dick aus CE95 Kohlenstoffstahl. Das ist praktisch 0,95% Kohlenstoffgehalt. Und
was eigentlich zu sagen ist zu überhaupt generell zu Messerstahl und Material. Ja, man kann nicht sagen generell, der Stahl ist gut, der ist besser oder so. Ja. Ja, das kommt auch auf die Verarbeitung drauf an, wie der Stahl jetzt verarbeitet wurde, wie der behandelt wurde. Ja. Es gibt gewalzten Stahl, also der aus Platte, also Blechtafel ausgeschnitten wird. Dann gibt es Stahl, also Messerklinge, die geschmiedet sind, gesenkt geschmiedet oder sonst wie Hammer geschmiedet oder gefaltet, praktisch damastmäßig sind. Ja. Also da gibt es verschiedene Herstellungsverfahren. Ja, die einen werden besser gehärtet, die anderen halt weniger. Ja, und was zu hart ist, ist auch wieder problematisch. Das kann dann brechen, wenn es zu spröde wird. Ja. So ist es eigentlich ganz gut in der Hand, aber ich wollte mir dann, dass ich mir das so hier schon Griff da draus mache. Ja, ich habe noch ein anderes, so andere Stücke, wo ein bisschen dünner sind, was vielleicht besser passt, dann wird man sehen. Ja. Das geht ganz gut wohl abzumachen mit den Imbusschrauben und Muttern, was das so wird. Da. Gut, was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, ist die Beschichtung da, so eine Art Teflon-Beschichtung, wie so von. Aber gut, es ist da auch leicht verkratzt, schon noch der Ding, ich weiß nicht. Ja. Ist relativ scharf und ja auch gradfrei geliefert. Das ist also schon mal abgezogen. Abgezogen wurde, also nicht rein Schleifmaschine Schliff. Der Schwerpunkt liegt hier ja, ein bisschen im Griff, so auf der Höhe von der Schraube, ein Stück hinten dran, vorne dran. Ja. Gibt es noch, es ist ja die Version L, also Large, wie groß oder lang, und weil es gibt dasselbe Modell. Gibt es noch ein bisschen kürzer, also ich denke genau, ob die 8 oder 9 cm Klingenlänge hat. Aber da das auch jetzt, sage ich mal, Deutschland § 42a konform ist, weil es nur 11 cm hat, ist es eigentlich egal. Praktisch besser das lange zu nehmen. Das war so um die 56 Euro mit Versand. Also da kann man so nicht meckern. Es gibt da ja Messer, die ja, dasselbe Zweck erfüllen und auch nicht unbedingt besser sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, wenn ich das dann überarbeitet habe, dass mit der
an einer Griffschale, wo ich das dann vielleicht auch wegpoliere, diese Beschichtung. Ja, habe ich schon mal, das habe ich jetzt nicht da, habe ich schon mal gemacht. Es geht eigentlich ganz gut mit so Polierwatte das abzumachen und dann glänzend zu polieren und auch ja, ist zwar nicht ganz rostfrei dieser Kohlenstoffstahl, aber wenn man es nicht dauernd im Nassen hot und nass liegen lässt und dann immer ein bisschen einölt, ja, mit Waffeöl oder Ballistol oder sowas, dann rostet das auch nicht. So, das war mal das, wieder was Neues. Ja. So, was zum Schnitzen oder mal was zum Hacken draußen oder ja, wie die Buschkraftmäßig, dass die was Stock oder irgendwas spaltet, geht natürlich auch mit dem besonders wäre, weil die Klinge halt dick ist und stabil, ja, geht es eigentlich ganz gut dann damit. So. Okay, dann tschüss mit Öl.